Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch. Heute natürlich am Mittwoch, weil es läuft ja gerade kein Event. Und es ist auch nichts Neues angekündigt, zumindest bis jetzt noch nicht, vielleicht heute Abend dann mal gucken. Und wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche für euch. Aber wir wollen nicht lang reden, sondern es geht direkt los. Die Woche hat angefangen, beziehungsweise ihr wisst ja alle, dass Oster-Event war und die Safari-Zone war und das Latios war auch in der Raid-Woche, die Latios-Raid-Woche. Es ist also einiges passiert und der Bockwurst-King zeigt uns hier ein Shiny Latios mit 21,44, hat er abgestaubt, dann ging es gleich direkt weiter, Pupsi hat ein Shiny Haspiror bekommen, ziemlich am Anfang des Events gleich, richtig gute Sache, auch der Franz, der Poketechno mit einem Shiny Voltilam, 219 WP und das war sein erstes natürlich, der hat damals den Community Day nicht mitgemacht oder verpasst oder noch gar nicht gespielt oder wie auch immer. Auf jeden Fall für ihn auch ein neues Shiny, was es da gab. Der Naro zeigt uns, der hat ein Shiny Fluffeluff gebrütet, was ja jetzt eben bei dem Oster-Event neu eingeführt wurde. Und in der gleichen Eierladung, die aufging, war auch noch ein Shiny Pichu dabei. Also gleich doppeltes Shiny-Glück bei den Babys. Ansonsten Kusilla, Elekid, Vonera, Iso, Mobile, Klingplim. Unten seht ihr noch zwei Mantyrps, also eigentlich eine richtig gute Sache. Da kam richtig viel was raus, aus den Eiern zumindest. Beim Brian genauso, der hat nämlich ein Shiny Azuril gebrütet, auch richtig gute Sache. Das Blaue, was dann auch einfach so pfeffigrün ist, ist meiner Meinung nach auch sehr selten. Haben auch noch nicht so viele Leute. Pupsi dann gleich hinterher noch ein Shiny Kusilla gebrütet. Das war, glaube ich, ihr zweites. Jetzt hat sie auf jedem Account eins. Dann hat uns der Stefan Landei gezeigt, mein erster Glücksfreund auf dem Hauptaccount, kommt aus Hongkong. Yeah! Cool Dude. YouTube W? Keine Ahnung, wofür das W steht. Aber auf jeden Fall hat er auch einen Glücksfreund jetzt, sein allererster. Bei mir ist es ja jetzt schon der 6., 7., keine Ahnung, da ist auf jeden Fall wieder einiges passiert. Wuhu, schreit hier der Xtreme und hat ein Shiny Aerodactyl bekommen. Aus der Quest nehme ich mal an, das müsste Level 15 sein. Und der Tobi, der Typ mit Hut, HBN, nette Aufgabenbelohnung, hat ein Shiny Nebula gezogen, auch aus der Quest. Die Quest weiß ich schon gar nicht mehr, die habe ich damals immer gejagt, jetzt habe ich es seit 100 Jahren natürlich vergessen. Dann hat der Xtreme wieder ein bisschen getauscht, hat zwei Glücks-Pokémon bekommen, ein 100%iges Eneko und ein 98%iges Schneebedeck mit 15, 15, 14. Auch gut für den Lucky Dex. Da hänge ich so komplett hinterher jetzt, weil ich mich immer noch auf Gen 1 konzentriere, die endlich mal fertig zu haben, dass ich bei den ganzen Events immer vergesse, die Viecher zu tauschen, die da sind. Late Night Raid, den habe ich entdeckt, da habe ich abends nochmal in die App geguckt. Ich mache immer abends vor dem Bettgehen eigentlich Geschenke und gesehen 22.42 Uhr ging da einfach noch ein Raid auf. Richtig krass, der wäre also bis 23:30 dann gegangen, hättet ihr noch die Chance gehabt, einen Raid zu machen an der Sportanlage in der Wiesenstraße. Dann ein Foto vom Horst of Death, also vom Kenny. Der Kenny zeigt uns hier also ein 100%iges Haspiror, hat er einfach mal mitgenommen mit Level 23. Das wird nicht das einzige sein, was wir heute sehen. Bob the Rob, der Tag fängt gut an mit einem Shiny Lugia aus dem Feldforschungsdurchbruch, auch Level 15. Dann zeigt uns der Brian, neuer Stop in der oberen Marktstraße gegenüber von der Post. Haben wir wieder mal einen neuen Pokestop dazu bekommen. Oida, da unten fährt ein Junge mit einem weißen Auto, mit einem Elektroauto, richtig krass. Das macht er schon seit 5 Stunden. Irgendwann muss doch mal der Akku leer sein. Und den Stop werdet ihr die Tage auch nochmal sehen bei der Ansage an Puki in dem Video. Den konnte ich nämlich nicht drehen, weil das so weit weg war aus dem Brunnen heraus. Aber das seht ihr dann die Woche, wenn das Video kommt. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Mace 77 durch einen Raid. Auch richtig gute Sache. Der Kenny auf seinem zweiten Account ein Shiny Elekid gebrütet. Damit bin ich Shiny technisch wohl auf beiden Accounts für heute blockiert, hat er gedacht. Aber Mist, wie wahrscheinlich ist es, zwei Shinies am Tag zu bekommen? Gab es nämlich noch ein Shiny Voltilam
mit 301, also ein bisschen höher als das vom Franz, aber gut, mit dem Ding macht man ja eigentlich trotzdem nichts. Dann war es auch soweit, Shiny Lapras wurde ja released mit der Safari-Zone, da hat der Marco ein Bild reingeschickt mit Farbigel, Shiny Lapras, keine Ahnung. Wo er das her hat, war sicherlich jetzt nicht von ihm, aber was von ihm war, aus einem Ei geschlüpft, ein 93%iges Schuppet. Junge, ich nehme gleich die Kamera und filme dich da unten. Auf jeden Fall geht es weiter mit einem 100%igen Dratini, auch gerade ausgebrütet beim Kenny. Richtig gute Sache, 3792 erreicht das immer noch richtig guter Drachenangreifer. Und wo wir gerade bei Dragoran sind, der Zenan hat ein bisschen getauscht, war bestimmt auch ein garantierter Lucky Trade, nehme ich mal an, und hat ein 98%iges Lucky Dragoran bekommen mit zwei Legacy Moves. Das ist das Besondere daran, der hat nämlich noch Feuer-Odem und Drachenpuls. Feuer-Odem war ja richtig guter Move immer dafür, da habe ich leider gar keins. Drachenpuls habe ich immer weggemacht, ich Idiot. Okay, wenn man seinen zweiten Account wiederfindet vom Yoni, und null Bonbons, alles ist rot, er kann es nicht pushen, er kann es nicht entwickeln, er kann keine Attacke geben, er kann gar nichts. Sternstab ist auch zu wenig, das kann man natürlich auch machen. Nur gelbe Arenen bringen Raids hervor. Da waren wir auf dem Weg zur Brücke, glaube ich auch noch in der Raid-Tour, genau, das war als wir die eine Folge Raid-Tour gedreht haben mit dem Latios. Und es war lustig, denn in der Stadt oben waren die Arenen alle kunterbunt und alles war leer. Und unten waren einfach zwei gelbe Arenen, wo gleich zwei Fünfer dran waren. Dann eine gelbe Arena, wo ein Zweier-Raid aufgegangen ist. Und noch eine gelbe Arena, wo auch ein Fünfer kurz danach geschlüpft ist. Und wirklich an allen Arenen, die gelb waren, waren Raids und an allen anderen nicht. Bis wir unten angekommen sind, war es dann natürlich anders. Das sind die zwei gelben, die links zu sehen sind, waren dann plötzlich blau. Wer macht denn sowas? Der Fabian Probatzky, wenn es kein Shiny ist, dann wenigstens das Haha Boom. Hat also auch ein 100%iges, leider nur Level 3. Da hat das andere natürlich mehr zu bieten gehabt. Und die Konkurrenz dazu gleich auf Level 5, ein 0%iges, zeigt uns hier der Bockwurst King. Auch richtig gute Sache, 0%, auch immer gern gesehen. Aber da kriegen wir nachher noch ein anderes zu sehen. Jetzt sehen wir erstmal ein Shiny Togepi, was mir auch bei der Raid Tour, glaube ich, gebrütet ist. Das habe ich ja gestern in einem Video schon mal erwähnt. Jetzt seht ihr es hier nochmal. Dann bin ich mit Esmetics Glücksfreund geworden, auch durch einen Raid. Ist das passiert, so hatte ich dann also zwei gleichzeitig, den Maze und Esmetics. Bei Maze habe ich immer noch nicht getauscht, den habe ich immer noch offen. Esmetics, das habe ich ja dann gemacht in dem Video. Seht ihr nachher auch noch kurz, was das hier ist. Der Brein mit einem 98%igen Nebulak aus der Feldforschung. Der linke Networks zeigt uns die Weiterentwicklung, beziehungsweise hat er also... Ja, ich denke mal nicht, dass er die ganze Familie sammelt. Der nimmt immer und entwickelt gleich durch, wenn es seins ist. Und hat ein Shiny Fluffeluff zum Bummeluff, zum Knuddeluff gemacht. Und das seht ihr an den grasgrünen, leuchtenden Augen, wie auch immer. Und ich würde das ja nie entwickeln. Ich würde ja immer warten, bis ich drei Stück habe. Auch wenn ich schwarz werde dabei. Ist eigentlich sinnlos, alle sagen, wenn du das durchentwickelst, dann hast du doch trotzdem im Pokédex bei jedem das Shiny eingetragen. Ist doch viel sinnvoller, du hast eins und hast damit die ganze Familie abgedeckt. Aber manche, die stecken sich halt noch höhere Ziele und die wollen wirklich die ganze Familie auf der Hand haben, was natürlich ein langwieriger Prozess ist, wo man auch mit Tauschen und hin und her kommt, weil beim Brüten, bis man drei Dinger da gebrütet hat, und da muss man sich schon ranhalten, ist aber alles möglich. Der Alex hat dann auch noch ein Shiny Latios bekommen, 80%, 14, 11, 11, hat sich gelohnt. Und das ist das, was ich getauscht habe bei dem garantierten Lucky Trade mit 89%, 13, 13, 14. Leider nicht so krass wie das Bruder Lander bei dem garantierten Lucky Trade, aber wenigstens ist der Lucky Dex Eintrag jetzt da für Latios. Der Christian Löhr hat uns dann gezeigt, wie ein 100%iges Deoxys aussieht. Eigentlich wäre das für einen Schocker der Woche auch gut gewesen, weil das Ding kriegt er hier nur aus X-Raids und manche haben noch nicht einmal ein Deoxys gemacht. Weder das normale, noch Angriff, noch Verteidigung, noch sonst was oder andere
haben noch nie einen X-Ray gemacht, haben noch nie eine Einladung bekommen und er zeigt uns hier ein 100%iges Deoxys in der Verteidigungsform 1299. Aber das Ding kann ja eigentlich nichts und ist jetzt nicht so krass. Man kann es ja auch nicht in Arenen setzen. Zum Kämpfen hat es zu wenig Angriffswerte. Und deswegen habe ich das so dazwischen einfach mal mit reingenommen. Dann gab es zwischendurch wieder so eine, ich sag mal, legendäre Mittagspause. Aber es war eher das legendäre Abendbrot, die legendäre Abendstunde. Denn um 18 Uhr war kurzfristig, wurde angekündigt, dass da an jeder Arena wieder ein 5er Raid ist und ein 5er Raid aufgeht. Das hätte man natürlich perfekt nutzen können, um Shiny Latios zu jagen. Problem, wir haben an dem Tag schon so viel geradet gehabt, einzelne Raids. Ich hatte dann auch kaum noch Pässe auf den anderen Accounts, war mit Iswo dann auch unterwegs. Wir sind gerade unterwegs gewesen zur Werra, haben uns da lieber mit Bierchen nackt in die Werra gesetzt und haben die Fische zwischen unseren Beinen rumschlabbern lassen. Und ja, ich wurde ja auch gefragt, und hast du 18 Uhr die Stunde voll genutzt? Aber wir haben stattdessen im Wasser gesessen, haben uns die Beine abgefroren und alles andere. Wird aber sicherlich nochmal wiederkommen, gibt's ja öfters. Solche Scherze natürlich. Und dann, was auch blau ist, so wie das Latios hier, ein Shiny Potrod. Denn nachdem die Safari-Zone dann beendet war, wurde Potrod ja auch weltweit freigeschalten. Und Pupsi, gleich um ab 6 Uhr ging das los und von 6 bis 8 Uhr hatte ihr drei Stück, glaube ich, drei Shiny Potrod bekommen. Ich frage mich immer noch, wie. Hat sie dann auch gepostet. Richtig gute Sache. Der Zero zeigt uns, der hat auch gejagt in der Früh und erstmal ein Shiny Mushas bekommen und kurz danach noch ein Shiny Haspiror. Denn so musstet ihr nicht nur den Hasen, sondern auch den Igel jagen. Obwohl das ja kein Igel ist, sondern eine Schildkröte. Also den Hasen und die Schildkröte. Man wusste gar nicht, auf was man sich konzentrieren soll. Latios war ja auch noch da. Also da ging es wirklich drunter und drüber. Die Chani zeigt uns, heute lohnt sich's wieder. Hat sich erstmal einen Chanera gegönnt mit WP14. Also das würde ich natürlich sofort entwickeln. Wird bestimmt ein richtig krasses Hyterer. Der Fahrlaub, ja krass, ein wildes Glurak auf dem Friedhof. Das glaube ich ist sein zweiter Account, deswegen sind da noch so viele Schatten. Und ein wildes Glurak, ich kann mich erinnern, einmal waren wir unterwegs, glaube ich, war das noch in Prag oder in München? Ich glaube, das war in Prag. Noch? Im Endeffekt war es doch in München. Ist ja egal. Da hat mal ein wildes Glurak da gesessen auf so einem Marktplatz. Wir haben aus Spaß so gesagt, komm, wir nehmen jetzt einfach alle mal eine gelbe Beere und einen normalen... Ach nee, wir wollten das klickern. Er hat gesagt, komm, aus Spaß. Wir gehen jetzt hin und jeder klickert das mal und mal gucken, bei wem es drin bleibt und bei wem nicht. Haben sich aber nicht alle getraut, haben es dann doch per Hand gefangen und ja, sieht man also auch selten. Ich meine, Bisa Flor, das so Tour Talk, gab es schon zu diversen Events, auch Wasser-Event, Pflanzen-Event, konnte man schon wild sehen, aber ein Feuer-Event gab es meines Erachtens noch nie und deswegen auch Glurak, ein wildes Glurak, so extrem selten und habe ich bisher wirklich einmal gesehen, das wäre das zweite Mal gewesen, aber war zu spät, habe ich verpasst. Dann der Bockwurst-King hat sein zweites Shiny Latios bekommen, denn am Anfang hat er ja da schon eins drin gehabt. Der Extreme, zwei Shinies in 5 Minuten, hier ein Haspiror und Potrod. Damit hat er also alles ausgeschöpft, wunderbar. Bob the Rob auch hinterher, endlich. Da ging es nämlich schon zum Ende des Oster-Events hin, hat dann auch endlich sein Haspiror bekommen. Der Bockwurst-King hat sich dann zu Hause gemütlich gemacht und eine Folge Ramses der Dicke angeschaut auf dem Fernseher. Coole Sache auf jeden Fall. Grüße gehen raus an den Bockwurst-King und natürlich auch an den Iswo, der im Video wieder fleißig am Bier trinken war. Der Stefan Landei hat uns noch ein Bild geschickt von einem Alola Kokowai, das im Prinzip eine Attacke macht gegen den Spieler und deshalb mit seinem Kopf so weit runterkommt. Und genau in dem Moment der Screen entstanden ist, dass ihr da auch mal den Kopf seht und den Blick. Und das ist ja normalerweise, sieht man ihn nicht, weil da immer nur der Schwengel im Bild rumhängt und mehr nicht. Dann habe ich auch ein Shiny Cusilla gebrütet. Die Aufnahme habe ich leider nicht mehr gehabt, aber den Screen habe ich und habe davon geredet. Und auch richtig gute Sache, auch richtig seltenes Teil natürlich. Endlich, nachdem Pupsi schon 5 Stück hat, das erste, dann habe ich auch mein erstes Shiny Potrod bekommen mit WP10. Ganz am Ende habe ich dann 3 Stück gehabt, als die 2 Tage vorbei waren. Der Kevin Ray zeigt uns hier Pikachu.
Pika Pika. Boah, aber das unten sieht ja richtig brutal aus, das S. Ich soll ja eigentlich ein I sein, sieht aus wie ein S, aber egal. Solange da nur eins ist, auf jeden Fall. Richtig cooles Bild von Pikachu hier hinten am Block. Und das war noch Zeit mit Straßenmalkreide. Bob the Rob zeigt uns nochmal die Osterglocken, ein wildes Bronzong. Habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich auch noch nicht gefangen. Ist auch eine coole Sache natürlich. Bronzel ja schon sehr seltene Bronzong, natürlich dann noch seltener, gehe ich mal von aus. Der Hoffi mit einem 100%igen Tentacher. Zum Glück stehen die Namen dran, irgendwann merke ich mir eh nichts mehr. Und der Hoffi mit einem 98%igen Latios. Aber ihr seht schon, nur noch zwei Bälle. Und ich glaube, das war das, was ihm dann auch geflohen ist. Dann der Tobi, auch endlich sein Shiny Haspiro bekommen. Die Terrorzige war unterwegs. Ich glaube bei, wo gibt's das jetzt? Burger King? Burger King? McDonald's? Burger King? Ich glaube bei Burger King gibt's eben diese Spielzeuge jetzt, weil ja eben auch bald der Pikachu-Film rauskommt. Oder auch einfach nur so, gibt es auf jeden Fall verschiedene Sachen zum Sammeln. Die haben sich da gleich eine ganze Palette geholt. Ja, unten sieht man ja noch die Burger King Krone im Kofferraum liegen. Richtig gute Sache, das sind wahre Pokémon-Fans. Potrod Hybriden in Suhl unterwegs, zeigt uns hier der Kenny. Da ist nämlich auf dem einen Potrod sitzt einfach ein Knuddelloch, auf dem anderen Potrod sitzt ein Voltilam. Ja, das sieht auch sehr interessant aus auf jeden Fall. War leider kein Shiny dabei, denke ich mal. Ein wildes Rayquaza, auch noch vom Kenny hier gezeigt, auch mit dem Drachen-Smiley und da seht ihr es. Richtig gute Sache. Linke Networks zeigt uns dann ein Shiny Labras, denn das wurde ja auch nach dem Event freigeschaltet, nach der Safari-Zone für alle. Und das könnt ihr jetzt also auch wild fangen. Ihr könnt es aus der Quest kriegen und da gibt es ja zwei Kämpfe fünfmal in einer Arena, gibt glaube ich Macholo und gewinne fünf Arena-Kämpfe ist Labras, da müsst ihr drauf achten. Und da könnt ihr natürlich Quests farmen, obwohl die angeblich ziemlich selten sind. Könnt Quests abarbeiten und könnt gucken, ob ihr da ein Labras dabei habt oder ihr fangt euch einfach wild ein. Sie sitzen ja überall rum, ne? Vielleicht kommt ja auch nochmal ein Wasser-Event vermehrt mit Labras-Spawns. Das wäre natürlich dann die Goldgrube. Der Iswo hat hier auch noch ein bisschen getauscht, als er hier rumgegammelt hat. Hat ein 100%iges Lucky Quiekel bekommen, was er natürlich zum Lucky Mammutel machen kann. Auch richtig heftiges Pokémon und erspart er auch ordentlich. Der Hornsboggle zeigt uns ein Shiny Lucky Kindwurm mit 100%, was er dann hoffentlich durchentwickelt hat, wenn er da die Bonbons auf der Hand hat und genügend gesammelt, gleich hochziehen. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Das Shiny sieht also richtig gut aus. Ist auch jetzt ein richtig guter Angreifer eben mit der Wutanfall-Attacke, obwohl, ja, die kann er jetzt gar nicht mehr holen. Wenn er das jetzt entwickelt, dann gibt es das ja gar nicht mehr. Jetzt hätte er es natürlich aufheben können und hätte es dann entwickelt, falls wieder so ein Best-of-Community-Day kommt, Ende des Jahres. Aber ich glaube, er hat es schon entwickelt, hat er, glaube ich, auch geschrieben. Also war es das, gibt keinen Wutanfall, das ist vorbei. Stefan Landei hat mir dann noch geschrieben, unbedingt Twitter anschauen, Go Snapshot, viel Mist, aber manche sind einfach genial. Und ihr seht hier einen Farbigel im Baumarkt vor den Farbtöpfen stehen, dass ich Farbe kaufen will. Also das ist wirklich ein cooles Bild. Hier habe ich mal einen Screen gemacht, einfach wegen dem Gruppencode, den fand ich cool. Einfach dreimal Relaxo, sonst ist das ja immer nur irgendwelcher Mist oder einfach verschieden. Oder ihr habt dreimal halt Taubsi oder so, aber dreimal Relaxo, das ist richtig cool. Na gut, der dicke Eiver Schaf, der dicke Nebels und der dicke Andi, also das passt dazu. Dann habe ich auch endlich mein allererstes Shiny Haspiror bekommen, deswegen habe ich es dann auch Haspiror genannt. Und da war das Event wirklich schon fast rum, ihr seht, es war schon abends auch, 20.39 Uhr, nur noch 8% Akku. Da sind auch noch ein paar Eier aufgegangen, ein 96%iges Rabautz, ein 96er Kanimani, ein 100% Potrod. Habe ich dann gefunden, ich habe mal alles so durchbewertet irgendwann, was ich die ganze Zeit gefangen habe. Da war noch ein 100er dabei, 312, Level 27, also sehr genial. 0%iges wäre natürlich auch richtig genial gewesen. Damit konnte ich leider nicht dienen. Dafür habe ich dann noch ein 98%iges Latios gefangen aus einem Raid.
ein 96%iges Dratini gebrütet und ein 98%iges Shiny Latios aus dem Raid bekommen, was ich dann natürlich auch gemaxt habe in der Folge gestern. Konntet ihr das ja sehen, aber einer hat das noch übertroffen, und zwar der Bockwurst-King. Der hat nämlich gleich ein 100%iges Latios aus dem Raid gezogen. Ist jetzt nicht so krass wie das 100%ige Shiny, was der linke Networks letztes Mal hatte auf seinem Bummels-Account. Aber trotzdem 100% Latios, Glückwunsch natürlich, 100 sind immer gut. Die Heike zeigt uns dann hier noch umzingelt und kein Shiny dabei. Da ging es also auch richtig gut ab, sitzt sogar auch die Weiterentwicklung dabei von dem Hasen. Dann hat der Ispo mir noch einen Stop geschickt. Nicht nur, dass man den Stop gar nicht drehen kann und er richtig komisch aussieht. Er heißt einfach nur Bierhimmel. Und das ist ja richtig, deswegen hat er mir den, glaube ich, auch geschickt, weil der Stop Bierhimmel heißt. Nicht Bierparadies, aber Bierhimmel. Ein neues 100er in meiner Sammlung hat die Steffi dann noch geschickt. 15, 15, 15 beim Klibungel. Dann haben wir hier das zweite 0%ige Haspirohr. Das andere war ja vom Bockwurst-King. Und das ist jetzt wieder vom Kenny. Level 10, 0%. Auch richtig gute Sache. Bei den Hasen habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Vielleicht ist mir da auch eins durch die Finger geflutscht. Und dann ging es schon los. Da wurden dann Bilder geteilt und Videos geteilt. Don't fuckle with Shuggle. Ein richtiges Meme geworden, das Vieh. Hat uns der Fahrlauf hier gezeigt. Der Stefan Landei nochmal. Profi-Equipment. Der hat nämlich jetzt auch so eine Rutschmatte. In Gelb, sieht richtig krass aus, passt auch zur Tasse daneben. Und alles auf so einem IKEA-Tablet, was die Linsierer uns damals natürlich gezeigt hat, beziehungsweise mir besorgt hat. Also das ist cool, das müsst ihr mitnehmen, wenn ihr Raids macht, an Community Day, sonst was. Da passen locker 3 bis 4 Handys drauf. Beim Raid nehme ich manchmal 4, beim Community Day nehme ich 3. So kann man das machen. Der hat uns dann noch ein paar Bilder gezeigt, glaube ich, von Twitter. Ein Relaxer auf dem Weg zu McDonald's, ein Mamfaxo vor dem Kühlschrank, ein Mamfaxo bei Burger King und wie es dann nach oben schaut. Also das sieht schon richtig gut aus. Leider kann ich solche Bilder gar nicht machen, weil mein Handy dumm ist. Oder ein Enton einfach beim Schachspielen mit Kopfschmerzen oder ein Capoeira. Nicht Capoeira, ein Capalores oder wie auch immer. Shiny im Tor beim Fußball. Dann bin ich, ich glaube, die Folge wird heute unendlich lang. Dann bin ich noch aufgestiegen mit Super Sani, auch zu Glücksfreunden. Der Brian hat noch gesagt, das wäre mal was gewesen zu Ostern, wenn es einfach bei Chaneras, die es aus den Quests gäbe, oder Wild, dass sie einfach bunte Eier mit sich tragen, statt diesem normalen weißen Ei, was sie vorne im Beutel haben, da einfach wirklich Ostereier dabei sind, bunt bemalt, dass man die sammeln kann, so wie es eben bei Pikachu verschiedene Kostüme gibt oder bestimmte Event-Pokémon, eben Chanera dann die Oster-Edition hat mit einem Osterei, einem bunten. Und dann zeigt uns die Anna noch was richtig krasses. Die hat nämlich nicht nur einen Shiny Lapras, sondern sie hat ihr Shiny Lapras mit ihrem Freund getauscht und bei ihm auf dem Account ist es durch das Tauschen einfach mal ein 100%iges Shiny Lapras geworden und das Ding sieht so genial aus, finde ich. Guckt euch diesen sanften, lieblichen Ton an und dann auch noch als 100%iges. Das reicht aber immer noch nicht für den Schocker der Woche. Der kommt aber jetzt, denn das war's von der Seite aus. Wir gucken uns jetzt noch den Schocker der Woche an. Und da sind wir wieder mit dem Schocker der Woche und der kommt diesmal von Stefan S. Wofür das S steht, weiß ich nicht, aber der hat nicht nur ein Shiny Lapras, nein, der hat das auch getauscht und ein Shiny Glücks Lapras. Und da steht jetzt nichts weiter dabei, da sind 2 Nullen, jetzt könnte man denken, okay, ist das etwa ein 100er? Und jetzt habe ich extra vorhin nochmal nachgeguckt, ich habe mein 98%iges Lapras mal bewertet, habe dann in der App geguckt, das kommt auf 2600 irgendwas in die 30 auf Level 40 mit 98%. Und dadurch, dass das hier mehr erreicht und auf dem Maximallevel ist, muss es ja mehr als 98% haben, hat also dementsprechend, es gibt ja keine 99, sondern nur 98 und 100, ein 100%iges Shiny Glücks Lapras, passend
nach der Safari-Zone, nach dem Oster-Event. Alle sind gehypt, alle wollen auf Labras-Suche gehen, alle rennen rum, suchen Labras, questen wie verrückt. Keine Ahnung, wenn es Raids gibt, würden wahrscheinlich alle Labras Raids jetzt machen, weil sie so einen Teil haben wollen. Aber hier ist es, gemaxt und es glitzert und es funkelt. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Ein Shucky Liney, ein Lucky Shiny, 100%iges Labras. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und am Ende natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.